Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Beta. Heute hier in ZVZ direkt. Okay. Das kann ja heiter werden. Meine Taktik war ja bisher immer auf Roaches zu rushen und dann hoffentlich nicht vorher von Dingen zu sterben. Ich würde das gerne auch heute wieder machen, aber ich werde dafür versuchen, mich hier einzuballen. Denn ich muss das Ganze ein bisschen sicherer angehen. So wie ich das bisher immer angegangen bin, ist leider halt oft schief gegangen. Aber wenn man halt der Spieler ist im ZVZ, der am meisten Roaches hat, dann gewinnt man auch meist. Es sei denn, man stellt sich blöd an, während Mutas gegen einen fliegen. Das ist natürlich das einzige Szenario, in dem Roaches nicht so gut sind. Aber das wird sich dann zeigen. Erstmal müssen wir da hinkommen. Und das machen wir natürlich mit einer Hedge First. Und ich muss noch geplackte Pfand schreiben. Das habe ich noch nicht getan. So, gegen den Mark. Und da ich kein Speedling All-In spielen will, werde ich das Gas auch erst nach dem Pool nehmen. Das ist mit der Pool im Moment wichtiger. Und dann werde ich bei 20 jetzt gleich nach der nächsten Drohne das Gas nehmen. Jetzt schon, weil die nächste Drohne einfach nicht kommen will. Jetzt ist sie erst da. So, und noch eine Drohne brauchen wir. Und dann geht es mit dem Overlord weiter. Du darfst eigentlich auch mal ein Stück weiter noch fliegen. So. Gas nehmen. Overlord nehmen. Kommt jetzt hier gleich die erste Queen. Zack. Und dann ist gleich die Hatchery fertig. Dann kann die zweite Queen kommen. Sowie zwei Link-Paare. Na, genug Gas für Speed haben wir leider noch nicht. Da muss ich noch einen Moment warten. Okay, Hatchery ist da. Das ist das, was ich wissen wollte. War also Hatch first, denn unsere war genauso schnell. So, die schicken wir rüber. Da ist ein Overlord. Sehr schön. Das wird schon mal ungemein. So einen Overlord am Anfang des Spiels zu bekommen. Wenn das einfach mal 100 Mineralien, die er verliert, ohne dass er dagegen ja irgendwie davon profitieren würde. So, einmal creepen, damit wir hier gleich zuholen können. So, einmal nochmal Drohnen hauen. Hier die dritte Hatchery bauen. Ich gehe wieder ins Gas und hole auch hier das nächste Gas. So, die drei kommen noch dahin. Dann kommt alles wieder hier unten hin. So, und wir machen hier erstmal schon mal direkt zu. Erstmal sicher ist sicher. Ist da unser Motto. Weiß halt leider noch nichts von ihm hier. AirTag. Und dann kommen gleich die ersten Upgrades. Können wir nochmal eine Queen gebrauchen. Zack. Und das zweite Gas brauchen wir auch. Dann das 1 Attack Upgrade für Roaches. Denn das ist natürlich mein Ziel. Schnell auf Roaches kommen. Und dann hier das Verteidigungs-Upgrade. Was natürlich sehr viel teurer ist. 50 Gas mehr kostet, was schon eine ganze Menge ist. Gerade zu Anfang hier. Ich habe ein bisschen Angst, dass gleich Mutas kommen könnten.
So. Oh, was hier ist da? Ich werde jetzt erstmal Roaches bauen, auch keine weiteren Drohnen mehr. Die ich gebaut habe, werden natürlich noch gebaut, logisch. Aber es kommen jetzt erstmal keine neuen dazu, sondern ich werde jetzt erstmal Roaches pumpen. So, er sieht, dass ich hier schon ein bisschen saturiert habe. Hat er hier geburrowt oder was war da los? Ich werde auf jeden Fall jetzt Burrow erforschen. Okay, er hat auf jeden Fall da auch eine dritte, haben wir da gerade gesehen. Die er auch voll saturiert hat hier. Da werden wir gleich mal schauen, ob wir dagegen nicht was tun können. Aber erstmal werden wir selber auch ein bisschen noch saturieren. Stehst du weit weg, so wie es aussieht. So, einmal hier voll hochdrohen. Wie viele Drohnen will der denn noch hinbringen? So, und wir schauen doch jetzt uns das Ganze mal an. 1-1 ist durch. 1-0 ist durch. Speed für Roaches auch. Es fehlt noch 1-1. Das sollte aber durch sein jetzt. Genau. Die kommen hier ins Gas. Ist die Frage, wie viel ist denn hier wohl schon? Ravager. Ja, das könnte fast schon zu wenig sein. Eben schnell hochregenerieren. Ecolanzer schnetzeln und wieder Burrow. So, ich nehme an, dass jetzt gleich auch ein Overseer hat. 1-1 hat er jedenfalls auch. Wir ziehen uns mal zurück. Ich glaube, dass ich das insgesamt, wenn ich alle habe, engagen kann. Geht jetzt hier zurück, Marsch. Der Supply Block tut halt echt weh im Moment, aber gut, jetzt ist er eigentlich durchgestanden. Die vierte jetzt im Bau und wir pushen hier weiter. Nein. GG! Damit haben wir gewonnen. Sehr schön. 8 Minuten 30. Das heißt, wir hängen auf jeden Fall gleich noch einen zweiten Teil der Folge dran. Ich hoffe, euch hat das Ganze... Nein, das brauche ich ja gar nicht sagen. Wir sehen uns gleich wieder im zweiten Teil der Folge. Bis gleich. Okay, zweiter Teil der Folge. ZVZ ist angesagt. Schon wieder. Oh, und ich habe den zweiten... die zweite Drohne gebaut, bevor ich einen Overlord gebaut habe. Das war jetzt nicht so schlau. Was soll's? Passiert halt. So. Müssen wir mal eben kurz den Extraktor-Trick anwenden. Zack, einen mehr. Denn sonst verschenken wir zu viel Bauzeit. So, und du wirst dorthin geschickt. Und du gehst direkt in die Main. Ah, du kannst eigentlich besser hier hinfliegen, lieber Overlord. So. Ich werde hier jetzt mal einen Lingolin spielen, glaube ich. Nachdem wir ja schon Roaches genug gesehen haben, eigentlich. Also ein Speed-Lingolin. Das heißt, ich brauche frühes Gas. Ich will natürlich früh Speed haben. Okay, wir werden allerdings auch relativ früh gescoutet. Er sieht hier das Ganze. So.
Okay, das war ein bisschen sehr früh ins Gas gesetzt, das gebe ich zu. So, auf 20 gehe ich jetzt wieder hoch, dann gibt es den Overlord. Das hat sich ja hier schon relativ etabliert. Irritiert mich hier. Nicht, dass sie hier gleich einen Spinecrawler baut. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber jetzt können wir gleich eine Queen bauen und dann Linge. Ups. Aber erstmal gibt es nur einmal Linge. So, oh, und ich habe vergessen, Speed anzudrücken. Ist natürlich nicht so gut. Einmal Mehrlinge gibt es auch noch. So. Ich muss immer ein bisschen hier auf die Map schauen. Wie weit ist Speed? Noch nicht so weit, als dass ich sagen würde, ich drücke jetzt nur noch Linge durch. Was war da zu sehen? Meine Güte, diese Drohne ist aber ganz schön lästig. Kommt jetzt tatsächlich noch weg? Nein. Ein Glück. Noch sehe ich hier nichts. So, drei gehen hier wieder ins Gas. Ich nehme die dritte, weil ich so viel Mineralien habe. So, und wenn jetzt gleich endlich mal die Overlords geschlüpft sind, wovon ja eigentlich zwei schlüpfen müssen im Moment. Genau, da waren sie. Werde ich jetzt nur noch Linge durchdrücken erstmal. Speed ist durch. Oh, er hat schon Roaches. Das ist schlecht. Das heißt, ich sollte jetzt dann keine Linge mehr bauen. So kann ich versuchen, einfach mal durchzurennen. Aber wenn er da schlau Hold Position drückt, dann wird das schwer für mich, da durchzukommen. Wir werden auf jeden Fall schon mal einen Follow-up planen. Okay, er hat aber schon einen Leertag. Das missfällt mir doch. So, wir können aber auch schon Roaches bauen, so ist ja nicht. Das werden wir jetzt auch fleißig tun, denn wir werden hier auf jeden Fall gepusht. Oh, das ist schlecht, das ist richtig schlecht. Das ist ein Supply Block, der wehtut. Denn das ist ein voller All-In, den er hier spielt. Oh, 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 oh. So, immer wieder mal schön hier zurückziehen. Nein, ich habe falsch gedrückt. Ich wollte Overlords bauen, ich habe, glaube ich, Drohnen gebaut. Was ich jetzt gar nicht gebrauchen kann eigentlich. Und hier müssen wir jetzt draufbleiben. Sieht so aus, als könnten die Drohnen hier sogar... Ah, er pusht aber hier noch weiter. Bringen jetzt trotzdem noch ein paar Drohnen runter. Ich müsste eigentlich auch Evolution Chambers bauen. Pusht weiter Roaches und will jetzt von der Seite hier kommen. So, Speed ist durch. Das ist schon mal gut.
mal schön Overlords mit einbringen. Er hat keine dritte, das heißt, wir haben eigentlich schon einen großen Vorteil, wenn wir uns hier nicht überrennen lassen. Er hat auch immer noch 0-0. Ich drücke jetzt mal 1-1 an, aber bis wir da natürlich was haben, dauert das noch immer. Und ich werde auf keinen Fall im Moment Drohnen bauen, denn er hat keine dritte und pusht immer weiter hier mit seinen Roaches. Wir versuchen einfach nur die maximale Anzahl, die er möglich machen kann, an Roaches zu produzieren. Und ja, Drohnen wären jetzt absolut hinderlich. So, ich hätte gerne 5 Lurker. Leider gerade kein Supply frei. Ravager. Lurker hätte ich auch gerne, aber das ist im Moment ein bisschen teuer. Kommt da. Aber das ist nicht genug, was er da hat. Und er schreibt da auch schon GG. Sehr schön. Das hat auch gut geklappt, auch wenn das mit dem geplanten Link-Push jetzt nicht so ganz so das Beste war. Wir mussten dann doch wieder auf Roaches gehen, aber gut. Und er war auch gar nicht platziert. Der spielt immer nur unranked, aber hat 224 Spiele und alle unranked. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, aber gut. Ja. Naja, gut. So. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich schaue auch beim nächsten Mal wieder rein. Hier unten links könnt ihr dann auf die nächste Folge klicken. Hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.